Hallo, hier ist Liha, Season 4. Heute habe ich wieder ein Unboxing und zwar geht es um Schienbeinschoner. Und zwar Schienbeinschoner von Jaco. Und zwar die, hier Schienbeinschoner, die Prestige Clever Kombi Schienbeinschoner von Jaco. Und zwar sind das nicht so normale Schienbeinschoner mit so Knöchelschutz oder mit so einem Gummi-Festhalteding, sondern das sind Schienbeinschoner, die an einer Kompressionssocke dran sind. Und zwar heißt es einfach, dass diese Dinger komplett zusammenkleben. Das heißt, hier dieses Ding, was sonst extra ist, ist fest mit diesem mit dem Schienbeinschoner verbunden, damit der halt dann weniger rutscht, beziehungsweise halt gar nicht rutscht und fest da am Bein ist. Und ja, hier sind diese zwei Schienbeinschoner. Die haben halt jeweils 11 von diesen Pads. Und da drin ist so ein PU-Schaum. Und diese Dinger, die Schienbeinschoner sind halt auch so biegsam. Aber trotzdem, dennoch, wenn man da drauf haut, man hört es, glaube ich, sehr fest. Und ja, warte mal, rechts, links. Da kann ich auch mal eben anziehen, mein rechtes Bein. Das rechts, befürchte ich, muss nach außen. Also, hier. Oha, das ist ja richtig gut. Kann man das Ding einfach anziehen, die Schienbeinschoner. Ja, ich habe zwei unterschiedliche Socken an. Ja. Und so, dann sind diese Schienbeinschoner fest am Bein. Und so rutschen die halt. Wenn man da jetzt so mit der Hand irgendwie so drüber geht, rutschen die nicht. Da muss dann schon mehr passieren, damit die runterrutschen. So ein Tackling oder so. Und dann tat es einem trotzdem nicht, weil diese Schienbeinschoner einen halt gut protecten. Und ja, wie gesagt, diese Firma sind von Jaco, wie man lesen kann, auch made in Germany. Jaco, übrigens genauso wie mein Trikot und meine schöne Hose. Alles drei von Jaco. Und ja, wenn ihr auch diese Schienbeinschoner schon haben wollt, könnt ihr mal in die Infobox gucken, da sind die verlinkt. Und für die Leute, die aus der Umgebung von Osnabrück kommen, ihr könnt, oder ihr kennt ja wahrscheinlich Sportkontakt. Und bei Sportkontakt könnt ihr diese Jaco Schienbeinschoner anprobieren, falls ihr wirklich Interesse habt, euch die zuzulegen. Und ja, ein Review zu diesen Schienbeinschonern wird kommen in Zukunft. Die muss ich jetzt erstmal testen. Auch wenn demnächst Winterpause ist, werde ich testen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.